So, liebe Gemeinschaft, jetzt melde ich mich mal. Jeder darf ja hier was sagen über diesen Corona-Kack. Jetzt möchte ich mich da mal auch mal zu melden. Zwar jetzt nicht, wie toll ich das finde, sondern was das für eine Scheiße ist. Also, wir haben nun eine Regierung und eine Welt, die meint, Corona ist ganz, ganz böse. Wenn man den vergleicht, die normalen Sterberaten, also es stirbt ja jeder mal und auch außerhalb von Corona gibt es, ob man es glaubt oder nicht, Tote. So Krebs und was weiß ich alles, Autounfälle und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, es wird gestorben. So, da gibt es so eine Sterberate, die in Deutschland bei 2500 Leuten pro Tag liegt. Also, für Bestattungsunternehmer immer wieder gute Zeiten, 2500 pro Tag, die jetzt da tatsächlich den Löffel abreißen. Nicht wegen Corona. Jetzt heißt es ja, Corona macht so viel Tote und Tote und Tote und Tote. Das würde ja bedeuten, wir haben das ja schon ein paar Monate, dass, wie heißt es, dass diese Mortalitätsrate nach oben geht, so richtig nach oben abschwört. Es ist aber gar nichts passiert. Ganz im Gegenteil, die ist abgeflacht. Das heißt, dadurch, dass eben halt weniger Auto gefahren wird und die Leute eben halt, was weiß ich, sich vielleicht auch gesünder ernähren, ist diese Mortalitätsrate ein bisschen abgeflacht. So, scheiße für die Beerdigungsinstitute. So, aber das ist ja noch nicht alles. Das ist weltweit zu sehen. Nun, jetzt haben wir da in Italien diese ganzen Sachen. Kann ich mir aber auch vorstellen, warum das in Italien eben so ist und vielleicht in Deutschland nicht. Nicht, weil die Deutschen vielleicht, sag ich mal, gentechnisch besser sind. Vielleicht sind wir das ja sogar. Aber es liegt auch daran, bei den Italienern, die haben eben halt noch dieses Familienwuselkrams. Ja? Da sind, was weiß ich, 5 Generationen da. Ja? Die 4 Generationen braucht die 5. um zu leben, damit sie nicht mehr arbeiten müssen oder sowas. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eben halt so eine Sache. Nicht? Man kann das drehen und wenden, wie man will. Nur für die Politik ist das natürlich jetzt wieder so eine tolle Sache, dass man den Menschen, die ja zumindest eh blöd sind, ja, ich meine, wie kann man jetzt die CDU wieder wählen, nur weil die sagt, wir sperren euch jetzt ganz ein, ja, und machen die Grenzen zu und spielen DDR 2.0 auf dem gesamten Gebiet Deutschlands, ohne den Ostgebieten, so dass man eben halt hier tatsächlich die Augen von diesen Leuten verwischt. Oh, die Frau Merkel, die macht das alles nur für uns. Scheiße macht die für uns. Die macht die Wirtschaft platt. Aber richtig. Selbst wenn jetzt die Mieter, wenn wir mal 3 Monate nicht bezahlen müssen oder 2, dann trifft das im Umkehrschluss alle. Insbesondere auch den Staat. Denn haben wir eine Rückzahlungsverpflichtung erst nach Beendigung und dann haben die 2 Jahre Zeit, ihren Mietrückstand aufzuholen. Also bei Deichmann und bei Adidas, das heißt, wenn die ihre ganzen Filialen zumachen, haben auch die 2 Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen, falls es überhaupt noch den Vermieter gibt, der den Anspruch hat, weil bei solchen großen Vermietungsszenarien wie Deichmann und Adidas, die ja nun kein Kioskbetrieb sind, sind das schon ganz schöne Quadratmeter in exponierter guter Lage oder in Kaufhallen oder zum Beispiel hier in Braunschweig im Schloss. Da kostet ja ein Quadratmeter nicht 60 Cent, sondern muss man 2 Nullen hintermachen, 60 bis 90 oder 100 Euro. So. Das fehlt natürlich. Das fehlt natürlich auch dem Vermieter. Dieser Vermieter braucht dann eben halt weniger Steuern zahlen. So. Das heißt, das mache ich auch, würde ich auch jedem empfehlen, der selbstständig ist und jetzt eben halt nicht mehr macht, ganz einfach zum Finanzamt schreibt,
und beantragt, die Einkommensteuervorauszahlungen auf null zu senken. Insbesondere bei den gastronomischen Betrieben, die eben halt ja, im Prinzip enteignet werden oder enteignet worden sind, dass man denen eben halt empfiehlt, schreibt das Finanzamt an, Einkommensteuer aussetzen. Und diese Aussetzung sollte dann bis Ende des Jahres gehen, weil es ja nun so sein wird, dass nicht innerhalb von 10 Sekunden, nachdem diese Häkchen oben, Ausgangssperre, Häkchen oben, aufgehoben wird, alle in die Restaurants gehen und Autos kaufen und wieder in die Spielhallen gehen und. Denn nach diesen Monaten werden diese Leute auch kaum in der Lage sein, diese Mieten nachzuzahlen. Dann wird sich das mit den Räumungsklagen eben halt etwas verschieben. So. Früher hat man ja immer über die Hartz-IV-Empfänger gelacht. Nee, die wollen wir nicht. Heute sind die ganzen Vermieter glücklich, wenn sie die Hälfte ihrer Wohnungen an Hartz-IV vermietet haben, weil da ist das Geld 100% sicher. Das kommt. Und der Staat kann ja, haben wir ja gesehen, Schulden machen noch und nöcher. Manchmal hat man ja so den Glauben daran, dass dieses alles so ein bisschen gemacht wurde. Unter dem Motto, eine Regierung, die gar keine Schulden machen darf, ist doch gar keine Regierung. Nee, eine schwarze Null wollen wir doch gar nicht haben. Wir wollen eine dicke, fette, rote, zehnstellige Zahl haben und wir machen erstmal 156 Milliarden Schulden. So, dass man damit diese Volkswirtschaft nicht retten kann, das ist ja wohl jedem klar. Und aufgrund dieser Situation wird natürlich jetzt Frau Merkel wieder gewählt. Ja, die hilft uns, die hilft uns. Scheiße, was hilft die euch? Die hilft nämlich nur so lange, bis die CDU wieder ganz oben ist, dann macht sie Wahlen. Oder aber, dieses Szenario hatte ich schon letztes Jahr gesagt, dass irgendwann Frau Merkel hier diesen Notstand ausruft, um weiter Kanzler zu bleiben. Weil bei Notstandsregierungen, so Artikel 80a des Grundgesetzes, finden parlamentarische Sachen gar nicht mehr statt. Also auch Wahlen finden nicht mehr statt. So, das haben wir ja bei Erdogan gesehen. Der hat das natürlich auch mal so lange mit dem Notstand verlängert, ja, bis er alles im Sack hatte. Bis er im Prinzip alle Stellen, die wichtig waren, mit seinen Handels besetzt hat. Und kurz danach hat er dann gesagt, jawohl, jetzt können wir den Notstand aufheben. Ich habe jetzt im Prinzip alles im Griff. Hat er natürlich nicht so gesagt, sondern er hat gesagt, der Notstand ist vorbei. Und danach fing es natürlich erst an, dass das türkische Land richtig zum Notstandsgebiet wurde. Denn die türkische Lira, also wie gesagt, die geht ab wie Flatterschuss nach oben allerdings. So. Mit der Folge, die türkische Lira wird immer weniger wert. Und wenn man morgens einkauft, ist es billiger, als wenn man abends einkauft. Hatten wir auch schon mal so in den 20er Jahren, wo früher, so meine Oma hat das mal erzählt, am Freitag gab es die Lohntüte. Die Lohntüte gab es dann nicht mehr in der Zeit. Da gab es dann Lohnkörbe. Also wirklich Lohnkörbe. Und mit diesen Lohnkörben wurden dann gleich eingekauft. Und das waren die höchste Billionärsdichte, die die Welt erlebt hat. Die war hier in Deutschland, in Deutschland. Die höchste Billionärs- und Trilliardärsdichte, die hatten wir nie wieder. Jeder Arbeiter war mehrfacher Milliardär. Okay, man könnte dafür vielleicht noch ein halbes Brot, aber egal. Aber man war eben halt Millionär. Das hat sich dann auch geändert über die Rentenmark und dann die Reichsmark hat sich das alles wieder so ein bisschen eingeprägt. Und dann hatten wir diese 6 Millionen Arbeitslose, die wir im Übrigen jetzt auch haben. Und wenn ich immer diese Statistiken sehe von unserem Zentralarbeitslosenverwaltungsamt in Nürnberg, da kann man sich eigentlich nur tot machen. Wenn wir nur 2,2 Millionen Arbeitslose haben,
Warum kriegen denn ohne die Flüchtlinge 7,4 Millionen Leute hier in Deutschland Hartz IV bzw. ergänzendes Hartz IV? Wenn die doch alle in Lohn und Brot wären, wäre das doch gar nicht notwendig. Dann hätten wir tatsächlich 2,2 Millionen Arbeitslose, was wirklich gut wäre. Aber dann wird eben halt die Definition der Arbeitslosigkeit geändert. Dann heißt es eben halt, arbeitslos ist nicht mehr, wer zwar keine Arbeit hat, aber Kurse besucht. Die Kurse werden natürlich dann vom Arbeitsamt bezahlt, aber er gilt nicht mehr als arbeitslos im Sinne der Definition der alten, sondern der neuen. Also bin ich nicht mehr arbeitslos. Ich bin also nicht mehr arbeitslos, obwohl ich das Geld vom Staat bekomme. Zähle aber in dieser Statistik mit null. Toll. Damals hatten wir wirklich 6 Millionen Arbeitslose. Bezogen auf die damalige Reichsfläche war das schon eine ganze Menge, weil da tatsächlich viele Arbeiter aufgrund der Wirtschaftsflaute wirklich keine Arbeit hatten, weil nichts zum Arbeiten war. Es war ja nichts, da waren keine Aufträge. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, egal was man jetzt sagt, der ist schön, der ist ja blöd oder sowas, finde ich das, was der weißrussische Präsident da macht, eigentlich gar nicht so schlecht. Man spielt hier dieses Coronavirus auf eine Höhe einer Ebola-Epidemie, wo die Mortalitätsrate bei 90% liegt. Hier wird jetzt gesagt, wir haben so und so viele Tote, so und so viele Tote, so und so viele Tote. Wie schon vorher gesagt, stimmt alles gar nicht. Diese tägliche Mortalitätsrate in Deutschland und überall auf der Welt ist gleich. Die von Bangladesch zum Beispiel, die liegt weit, 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 weit höher. Ist ja klar. Da verhungern die Leute, da arbeiten die an irgendwelchen Abwrackwerften, an ollen Tankern, die Konzerne da zum Abwracken helfen, hinbringen. Da sterben pro Tag, glaube ich, 100 oder 300 Leute bei diesen Abwrackdingern da. Aber du steckst ja genug nach. Die haben ja nichts anderes zu tun, als Fiki-Fiki zu machen und neue kleine Bangladesch zu zogen. Wie andere Länder auch. Und der weißrussische Präsident, der sogar Eishockey spielt, hat gesagt, wir machen den ganzen Käse gar nicht mehr mit. So, jetzt müssen wir gucken, wie viel Weißrussen es nach Beendigung dieser Corona-Krise noch gibt. Wenn das, was hier gesagt wird, dürfte es in ca. 2 Monaten keinen einzigen Weißrussen mehr geben. Die würden denn alle tot sein. Das stimmt vorne und hinten nicht, denn 75% der Bevölkerung haben noch nicht einmal Anzeichen für Corona. Der Rest vielleicht entwickelt Antikörper und wird als geheilt entlassen. Und diese Zahlen muss man gegenüber der Bevölkerung in Relation setzen und nicht so und so viele Infizierte. Oh, und dann kommt auch noch raus, dass bei den Krankenhäusern seit Corona jeder Tote, der im Krankenhaus stirbt, ein Corona-Patient ist. Das heißt, wenn ein älterer Herr oder eine ältere Dame an Herzinfarkt stirbt, geht die in die Corona-Statistik ein. Also, oder wenn jemand an Krebs stirbt, der stirbt an Corona. Also, von den Toten, die hier wir aufgebuddelt kriegen, sind lediglich 12%, die an Corona gestorben sind. Und das sind weniger als im Jahr 2017, 2018 bei der großen Grippewelle. Der Unterschied ist natürlich folgendes. Wir sagen, ach, ist ja nur eine kleine Grippe. Normalerweise müsste man sagen, oh, wir haben jetzt eine Grippe, wir müssen die ganzen Grenzen zumachen. Macht aber niemand. Und dann wird ja sagen, die Regierung spinnt ja. Nur wegen so einer blöden Grippe machen die jetzt hier die Läden dicht. Jetzt heißt das Ding aber Corona, also Covid-19. Und das ist ja ganz, ganz böse.
Das ist ja der Menschheitskiller. Wenn er das mal wäre. Jetzt heißt es nicht, oh, der Schön möchte alle Leute ausrotten. Nee, ich möchte die Erde retten. Die können wir nur retten, wenn wir endlich mal die Ursache von diesem ganzen Kack hier bekämpfen. Und das sind wir nämlich selbst. Wir sind einfach zu viel. Wir sind 3 bis 4 Milliarden zu viel. Alle reden von CO2 und wir produzieren jeden Tag durch die Geburtenrate neue kleine Verbrennungsmotoren, die 24 Stunden laufen und durchschnittlich 85 Jahre laufen. So, nämlich wir. Wir atmen nämlich Sauerstoff ein und atmen CO2 aus. So, jetzt CO2 ist natürlich nichts Böses. Ohne CO2 würden keine Pflanzen wachsen. Auf der anderen Seite wird dieses Gas verteufelt wegen des Treibhauseffektes. Ohne diesen Treibhauseffekt würde es hier uns gar nicht geben. Ich würde jetzt hier nicht weitergehen mit der, was weiß ich, der Schneeballerde und, weil die haben mal gar kein CO2 in der Luft war und die Erde richtig abgefroren hat und über Millionen von Jahren war es eine Schneeballerde. Und die Zellen haben nur deshalb überlebt an so heißen Hotspots. Okay, so Island oder sowas. Vielleicht erkläre ich das nochmal in einem anderen Video. Das heißt, bei schön zuhören, man wird nicht blöder, man wird nur aufgeklärt. Normalerweise hatten wir die Aufklärung auch schon, aber wir müssen, glaube ich, die Aufklärung 2.0 starten. Ja, weg von den ganzen Sachen, die uns hier die Politiker erzählen. Irgendwelche Leute vom Robert-Koch-Institut. Das ist ja wohl hier jetzt hier die Nummer 1. Wenn die sagen, wir müssen morgen alle in die Hoka springen, wird die Hoka morgen überflutet. So. Oder wir müssen alle in den Rhein springen, dann kriegen wir kein Corona. Da gibt es keine Parkplätze mehr am Rhein und der Rhein wäre dann überflutet mit ca. 50 Millionen Deutschen. Die es werden wollen oder nicht Deutschen, die dann in den Rhein springen und sagen, ah, wir kriegen es nicht mehr, das Robert-Koch-Institut hat gesagt, wenn ihr in den Rhein springt oder in die Oker, die Braunschweiger, dann kriegt ihr kein Corona. Ja, so ist das, so doof sind wir schon. So, und die vielleicht ein bisschen nachdenken und nicht alles glauben, was gesagt wird, das sind genau die Leute, die in anderer Beziehung dann die sogenannten Nazis sind. Jetzt sind es keine Nazis, sondern jetzt sind es die Leute, die dagegen wettern. Das ist alles schlimm, die wollen uns vergiften, die wollen uns tot machen und so weiter mit ihren Falschmeldungen. Also dass Corona nicht gerade so tödlich ist wie alles andere vorher. Oder eben halt eine bessere Grippe. Diese Leute werden jetzt auch auf der Abschussliste geführt. Leider. Aber wie gesagt, lasst euch bitte nicht verarschen. Für den Fall, dass ihr tatsächlich diese Angelegenheit bald endet, kommt nach Corona das bittere, bittere Erwachen. Dann passiert das, was Regierungen und die Großindustrie eigentlich wollten. Tut einem jetzt leid, wenn man das sagt, sondern ganz einfach die Verringerung der Arbeitskräfte. Ja, wie schafft man das? Durch diese E-Mobilität und. Diese Millionen von Arbeitsplätzen wegzurationalisieren. Ohne Grund. Jetzt haben wir den Grund. Corona. Corona ist jetzt das Ding, Maß aller Dinge. Ja, hätten wir Corona nicht, dann hätten wir euch natürlich nicht entlassen. Oder hätten wir Corona nicht, dann hätten wir so und so und so und so. So, jetzt machen wir den Trump auch noch kaputt, ja, weil der angeblich das zu spät gemacht hat. Und dann kommen diese Horrormeldungen, was weiß ich, 1000 Tote, so und so, so und so, so und so. Toll in New York. So. Die Dichte an der Bevölkerung, ganz ehrlich, liegt bei 10.500 Leute pro Quadratkilometer. 10.500 auf
Quadratkilometer. Da werden die Leute gestapelt. So. Aber wie gesagt, der Trump hat ja jetzt reagiert und die USA wird nicht untergehen. Ganz im Gegenteil, die USA werden, weil die das viel früher loslassen, zu so einer Art Führungsmacht wieder werden. Auch im Wirtschaftlichen, weil die gehen dann ganz, ganz schnell wieder zum normalen Prozedere über. Wir nicht. Bei uns wird der ganze Käse mindestens noch 1 bis 1,5 Jahre Nachschlag haben. So, damit zum letzten für dieses Video unsere armen Häuslebauern. Eigentumswohnungskäufer. Freunde, 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 ihr werdet noch aufwachen. Warum? Viele verlieren ihren Arbeitsplatz. Und wenn man erstmal Hartz IV ist, dann bekommt man vom Sozialamt oder von der AG lediglich die Zinsen erstattet. Und die sind ja ziemlich wenig. Tilgungen, außer jetzt hier während dieser Abschlussphase, werden nicht übernommen. Das heißt ja so in den sozialen Gesetzen, wir wollen ja nicht dafür sorgen, dass der deutsche Arbeitslose Opa A-Punkt Vermögen bildet oder sowas. Das wollen sie ja nicht, die wollen ja nur das Überleben sichern. So, das haben wir denn auch. So, und dann passiert Folgendes, was ja schon vielerorts zu sehen ist, dass Wohnungen gar nicht mehr vermietet werden, weil es einfach zu viele gibt. So, und wenn man das mal irgendwelchen Politikern erzählt, dann wird abgewunken. Nein, wir haben so und so viele Leute, die suchen, die suchen, die suchen. Natürlich suchen die. 4 Zimmer, 100 Quadratmeter, top renoviert mit Kaminofen, Einbauküche und Doppelbalkon für 500 Euro inklusive Nebenkosten. Diese Wohnungen werden gesucht, ja, aber die gab es noch gar nicht. Die wird es noch nie geben. So, jetzt kommt der böse Vermieter wieder, der jetzt nochmal abbestraft wird. Und dann heißt es wieder von der Regierung, baut mehr Wohnungen, baut mehr Wohnungen, baut mehr Wohnungen. Ja, einen Scheiß würde ich jetzt machen, wenn ich weiß, ich kriege bei der nächsten Epidemie oder was weiß ich schon wieder einen auf den Deckel, ja, dass ich als Vermieter wieder der Gelackmeierte bin und hinten anstehe und dem Staat es völlig egal ist, völlig egal, ich hier meine Zinsen bezahle. Dann heißt es, ja, sie müssen ja Rücklagen bilden. Komischerweise, warum müssen wir immer Rücklagen bilden? Wir die ollen Knispel und Eigentümer, warum müssen wir Rücklagen bilden? Normalerweise die VW-Arbeiter, die verdienen so viel Kohle, die müssten Rücklagen haben, mehr als ihr Konzern. Und auch Deichmann, Adidas, die Milliarden verdienen, haben keine Rücklagen? Keine? Na, da würde ich aber die Aktien sofort verkaufen, weil das steht ja dann kurz vorm Breakdown. Ja, wenn ich also meine Mieten nicht mehr bezahlen kann für 3 Monate, dann ist bei Adidas und Deichmann ja höchstwahrscheinlich, ja, bald Schluss. Und dann sind die Aktien gar nichts mehr wert. Also würde ich sagen, solange die keine Miete bezahlen, verkauft den ganzen Babel, verkauft den ganzen Babel von denen, bis sie wieder zur Vernunft kommen. So, also, das war es erstmal für heute bezüglich der Leute, die jetzt hier wirklich Eigentumswohnungen gekauft haben. Freut euch ein bisschen. Aber bei einer Mietwohnung hättet ihr keine Sorgen. Da kommt der Rettungsschirm des Sozialstaates. Bei Darlehen nur im Punkt Zinsen. Also, nächste Woche Montag komme ich wieder. Und mal gucken, was bis dahin so an der Corona-Front passiert. Ja, also bis denn. Euer Peter.